Dieses Vater-Tochter-Duo kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Fürst Albert von Monaco wird in Los Angeles bei der The Global Ocean Gala für sein Engagement zum Schutz des Planeten und der Ozeane ausgezeichnet. Neben Schauspielgrößen wie Sharon Stone und Uma Thurman erscheint auch Alberts uneheliche Tochter Jasmine Grace zur Veranstaltung. Die 27-Jährige strahlt königlich neben ihrem Vater und das ganz ohne Adelstitel. Passend zum Thema des Abends hüllt sich die Wahl-New-Yorkerin in eine traumhafte Robe in tiefem Blau. Das paillettenbestickte Kleid macht besonders obenrum einiges her. Das sexy Dekolleté der Sängerin kommt bei dem runden Ausschnitt besonders gut zur Geltung. Für den Überraschungsfaktor sorgen Jasmines Haare, die nicht mehr blond, sondern seit kurzem in sattem Kastanienbraun leuchten. Nur eines kann ihren Look übertreffen, nämlich die innigen Szenen des Vater-Tochter-Duos. So legt der Fürst seiner Ältesten liebevoll den Arm um den Rücken und strahlt im nächsten Moment sichtlich vor Stolz erfüllt. Ja, Albert scheint vom Hammerauftritt seiner Tochter begeistert zu sein. Die beiden verbringen immer öfter Zeit miteinander. Erst am Vortag unterstützt Jasmine Grace den 61-jährigen Regenten beim 60. Fernsehfestival von Monte Carlo in West Hollywood. Dort hält die Amerikanerin eine Rede zu Ehren ihres Vaters. Auch auf den Prinzessin Grace Awards im vergangenen November in New York erscheint die 27-Jährige. Albert ist auf der Gala im Namen seiner berühmten Mutter, Fürstin Grazia Patrizia, selbstverständlich auch anwesend. Dort gibt es zwar keine gemeinsamen Bilder, doch das machen Jasmine Grace und der Fürst mit ihren neuen herzlichen Aufnahmen glatt wieder wett.